Hallo zusammen, ganz herzlich willkommen zum Geschwätzblitz. Wir haben schon gerade hier unsere erste Diskussion ausgetragen, nämlich ob ich meine Tasse aufs Mauspad stellen darf oder nicht. Was Offensichtlich ist aber, die Antwort, bitte schreibt es in den Chat. ja, aber bitte erstmal als Hintergrundinfo, das Mauspad zieht sich über den gesamten Tisch. Das heißt, ihr könnt ja jetzt hier meine Tasse nicht sehen. Das heißt, entweder ich könnte die hier rüberstellen. Oder vor mich mit minimalem Touchpoint auf dem Mauspad. Furchtbar. Wenn ihr diese leichte Entscheidung getroffen habt, dann könnt ihr euch noch Eröffnung wünschen und wir schreiben sie auf. Aber spielen vielleicht, werden wir sie. Ja, ja, nur vielleicht. Gucken wir mal, wir schreiben das mal auf. Ein bisschen Statistik führen, was euch so gefällt. Was ist das für eine Titelmusik bei euch, fragt der Mario Hanna. Ja, das ist irgend so eine kostenlose aus dem YouTube-Creator-Studio. Kommt auf den Inhalt der Tasse an. Okay, vielleicht war das eine gute Antwort, ja. Kann man sehen? Ja, oh, bleibt mir von der Technik fern hier. Das gibt es ja nicht. So, mitschreiben. Colorado mit Schwarz. Ja, und schreib du mal, dann kannst du nicht so viel meckern. Während ich schreibe, wird Melanie fleißig mit euch spielen. Und dafür wandern wir mal hinüber auf Chess 24. Gehen hier in die neue Playzone. Grüßen auch den Chat von Twitch und YouTube. Und Chess 24. Ja, den ja sowieso immer. Und ich stelle die Fragen gleich an dich, während du spielst. Soll ja nicht zu einfach Welche werden. Fragen? Ja, ach so, die wir hier schon ja, genau. sammeln. So, erstmal, ne, das sind die Regeln, nur Premium und also Hobbyspiele. Du hast aber ein paar viele Challenges, weißt du nicht? Nur mit unterschiedlichen Zeitvarianten? Ja, Standard gewertet. Okay, diese 11 Minuten, halt, die mache ich mal raus. Ich glaube, der Fairness halber sollten wir nur eine Challenge hinnehmen, richtig? Naja, ist ja hier, sieht man ja, was wir da treiben. Ja, und dann entscheidet der Zufall. Also Doppel-Challenges verboten. Dann übergebe ich dir. Hier, aber er ist trotzdem dran gekommen. Ah. Ja, Glück gehabt. Schach. Wie war das nochmal? Also gibt es eigentlich irgendwie schon einen Wunsch oder ist wahrscheinlich jetzt ja, Königsgambit. Das ist nach E5, ne? Ach so, aber Königsläufergambit, das heißt F4 und dann mit Läufer C4 spielen. Eieiei, das wird natürlich heftig. Ihr bringt mich ins Grab, du könntest mal hier Großansicht machen. Oh ja. Oh, und die Ansichten stimmen einigermaßen. Nico hat sich ja, ihr habt es im Chat gelesen, ne? Extra eine halbe Stunde vorher eingeloggt, um den Chat anzuordnen. Brauchst du mehr Mauspad? Was? Das sieht so aus. Es gibt einen Ort in Deutschland, der heißt Lubbenau. Wusstet ihr das? Es gibt auch Mellingen. Vielleicht sollte man das zusammenschließen. Mann, ich kann mich da ja nicht. Ich weiß immer nicht, was man hier treibt. Dame C7, Dame D1, ich glaube Dame D2 gibt es auch, Dame F6. Rückzug. Belgrader Gambit. Oh, wenn ihr solche Wünsche habt, dann bitte nochmal erklären, was das ist. Ansonsten, ich habe aufgeschrieben Königsgambit. Ich möchte was opfern. Nee. Nee? Nein. Doch. Wieso möchtest du sowas? Mhm. Wieso machst du nicht einfach Springer C3? Mhm. Why? Ich möchte direkt den Überraschungsmoment auf meiner Seite haben. Also RSA ist reiner seriöse Alternative. Okay, ja tatsächlich, Aiechin, die modernen Klassiker von Rainer, erstens D4, habe ich dreimal gespielt. Einmal bin ich von Rainers Theorie abgewichen und habe verloren, die anderen Male habe ich gewonnen. Und war auch sehr, sehr happy mit der Eröffnungswahl. Ist krass, ich dachte eigentlich, dass jeder Schwarzspieler dagegen irgendwie was in petto hat, aber nö. Haben sie nicht. Guck mal, wie schön ich hier auf den schwarzen Feldern rumtanze. Ja, mega gut. Wollten wir nicht noch hier das Störfried-Gambit entwickeln? Ich finde, das ist das Störfried-Gambit. Das könnte ein Kandidat sein. Oh, Leute, wir haben das Störfried-Gambit. Wir müssen erst mal schauen, wie sich das hier entwickelt. Aber ich finde, es sieht erst mal gut aus. Das sieht sehr gut aus, ja.
Ja, gut, aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch fragen, wie geht's weiter, wenn er einfach irgendwie sich entwickelt. Nee, okay, entwickeln kann er nicht. Turm B8 oder so. Ja, gut, das will ja keiner tun. Oh, dann machst du Springer C7, König F8, Läufer C5, Springer GE7, Läufer D6 vielleicht. Und dann drohst du miese Geschichten. Okay, ich muss schreiben, ihr seid viel zu schnell. Belgrader, was ist das? Also, E4, E5, Springer, 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 Springer. Oh Gott. Meine Zeit schon wieder, aber ich habe mehr Zeit als er. So, wenn ich jetzt so, dann Springer irgendwo hin, ja, dann kann ich ja wieder zurück. Ach so, hier hängt dann auch was. Naja. Oh, Läufer, Dame B4. Oh, oh. Oh nein. Ist jetzt eingestellt. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Nee, wirklich, ne? Dabei sah es so schön aus. Kurzes Vergnügen hier, oder was? Irgendwas machen. Auf jeden Fall keine Zeit mehr. Ich muss. Und dann C3 Dame D6 oder was? Oh, auch nee, der hängt ja. Ja, aber dann ist ja matt auf F8, das ist ja der Trick. Also. Aber das hilft natürlich auch nur bedingt. Probier's doch mal. Probier mal. Hobby, komm, komm, komm. Wir haben den Springer eingestellt. Schnapp ihn dir. Okay, wenn er das sieht. Dann machst du, was machst du dann? Springer D5. Könnte lange Roche. Achso, nee, warte, dann hängt es ja wirklich, dann erstmal. Oh no! Aber gesehen. Aber gesehen. Na gut, dann muss ich ja hier gleich den abtauschen, das will ich ja nicht. Ach, es hätte so schön sein können. Und guck mal, Springer E4 hier droht auch. Ja. Gruß an Kenji. Springer E4 ist noch viel schlimmer, aber ach nee, warte mal, die Dame hängt. Naja, gut. Wenn, dann muss der All in gehen, nach Dame schlägt B2 kurz rochieren. Und dann die Türme rein. Auf geht's. Da habe ich ja null Kopf. Also. Nix. Ach so, aber sonst schon. Ja. Sonst? Johnny's G6 und schwungvolles Skandinavisch. Also. Die Frage war von Bernie. Das macht doch keinen Spaß hier. Wie geht es uns nach dem Chessemi Open und waren wir zufrieden? Ja, also. Bis eben ging es dir gut. Bis eben, solange wie ich das Störfried-Gambit entwickelt hatte, ging es mir doch ganz gut. War super, fand ich. Also. Total, war natürlich, ne? Schon nochmal anders anstrengend, als wenn man nur Schach spielt. Ja, was guckst du so kritisch? So. Ja, Türme in die Mitte, ne? Hilft ja nichts. Sieht schon schlecht aus, sieht schon schlecht aus. Das war doch sehr freundlich zusammengefasst. Weiß auch so gar nicht, wie ich hier groß Gegenspiel initiieren soll. Ja, Türme über die dritte Reihe kommen. Yes. Der will jetzt hier aber auch auf Teufel komm raus abtauschen. Jetzt bei der Dame gleich nach B6 reinflutschen. Yes. B6? Ich kann hier was rausschlagen. Oh, der hängt schon fast. Türme verdoppeln? Auf geht's, Attacke. Oh, und Martin Max sagt aufgeben. Nein. Mali ist eine Fighterin. Sie fightet das bis zum Schluss. Jetzt hängt er immer schon noch fast. Der H7. Jetzt ist Zeit, den zu snacken. Boah, jetzt na, hier Doppelturm. Auf den Punkt D7. Bam. Schon fast matt. Dame F5? Ich sehe zwar die Idee. Achso. Stumpf.
Du bist Trumpf, meinst du? Ja. So. Ja, sie waren leider gut. Wenn du H4 schon hättest, dann könntest du jetzt auf D7 nehmen. Solche Kommentare. Ja, die helfen sehr, nee, oder? So ein bisschen. So gar nicht. Doch, die helfen. Ja, ja, klar, Mariona, sind Fragen gelaufen. Zu meiner ersten Niederlage im Turnier. Ja. Und meine letzte, ne? War ja nur eine. Stell deine Frage. Ach so, und Carsten fragt, wer das Management des Turniers gemacht hat. Der, unser lieber Freund Johnny Karlstedt. Ist doch gut, geht doch rein. Was, wo jetzt? Nach dem D6, da ist ja alles gedeckt. Ja, aber da ist ja auch alles gedeckt. Das stimmt natürlich. Musst okay. Wieder reinflutschen. Mal schneller spielen, ja. Dame E3 und dann... Was? Ach, oh, hier oh, da. Na ja. Aber mach mal H3 gleich mal, damit du deine Türme opfern kannst, ohne sofort matt zu sein. Ja. Dame E3 und da rein oder so. Dame G6, Dame A7, Springer B7. Was? Nix. Egal, das sieht er nicht. Ja, aber auch auf Teufel komm raus hier abtauschen. Dann musst du Turm D5 machen, oder was? Was? Du hast ja keine Wahl. Das tut doch nix, oder was? Bin ich jetzt matt? Ja. Hier hängt auch was. Du hast keine Zeit. Ah! Hä, hatte er auch nur noch 0,08 Sekunden? Nein, das sind 8 Sekunden. Aber es war knapp, ja? Also es hätte echt nochmal knapp werden können. Und GM und IM träumen, sind wir näher gekommen? Ja, also ich habe ein bisschen geübt und denke... Ich habe 3 Elo gewonnen. Wir haben beide Elo Plus gemacht. Langsam also. Ernährt sich das Murmeltier, oder wie sagt man? Ja. Ja, Mariana, ja, ich habe gesehen, dass ich matt gesetzt werde, ja klar, aber ich... ja, hab mich dann einfach mal matt setzen lassen. Ja, kann man ja auch mal machen. Gut, dann ab in die nächste Partie und ihr habt euch einiges gewünscht. Ein letztes Mal probiere ich das jetzt. Mit diesen Gambits da. Ja, das war's dann auch schon wieder. Och je, also ich brauche noch 100 Elo. Easy peasy. Dafür habe ich schon alle Normen. Wie ist das hier? Ist das Endspiel gut für Weiß? Weiß ich, was machst du denn da? Weiß ich nicht, ich wollte mal was abtauschen. Ach ja, das war kein Glanzstück gerade. Elefantengambit. Das ist doch der Schmarrn, den Niklas immer spielt. Boah, das Schachgebot hat reingehauen hier. Ich muss das Störfried-Gambit nochmal optimieren. Das kann man bestimmt besser machen. Ja, eigentlich müssen wir da gleich nochmal rein. Nochmal analysieren. Ja. Nochmal tief einsteigen. Ich glaube, alle Züge, die er zur Verfügung hat, außer Königszüge, sind gut. Nee, G4, F3 machen wir nicht, Eierchen. Das ist... Ja, das stimmt, Knecht Ruprecht. Das Karo kann wieder in ist. Ja, ich habe das ja auch gespielt. Ach nee, warte, was? Ach so, warte, das hat Mariana geschrieben mit dem Karo. Ja, ja, ist in, ja. Ich habe das selber auch gespielt. Wer hat's noch gespielt? Ilja hat das gegen mich gespielt. Zum Glück hatte ich dann noch die Varianten aus meiner Vorbereitung im Kopf. Ja, ist in, ja. Nee, Hobby, ich glaube nicht, dass man das spielen kann. Das war improvisiert aus einer Laune heraus. Jetzt, nachdem ich mich eine Woche lang bemüht habe, normales Schach zu spielen, kann ich jetzt mal richtig wieder auf die Kacke hauen. Auf die Kacke hauen? So schaut das aus. Soll ja hier auch Spaß machen, ne? Spaß.
Okay, dann ab nach vorne. Was halt, dann nimmt den dann das. Kurzer Trip nach vorne, aber. Dann hast du das Läuferpaar. Yes. Flutscht er da. Ulala. Das Problem ist, Knecht Ruprecht, dass ich ja mit jedem Turnier dann mehr Leistung erbringen muss. Du musst sie einfach nur in einer Auswertungsperiode spielen, die 34 Turniere. Ja, wir sind ja jetzt Turnierveranstalter, ne? Ja, jetzt. Können wir was machen. Was spielen wir hier zusammen, Mike? Wir spielen beide kreatives Schach. Was? Kreativ ist immer so die Umschreibung für fehlerhaft, oder? Oh, ich habe die leicht bessere Bauernstruktur. Zack. Und seine Dame steht ein bisschen deplatziert dann. Und du hast vor allen Dingen doppelte Zeit. Sowas passiert mir ja niemals. Das geht eigentlich recht gut. Man muss einfach nur die Züge spielen. So. Was ist das für ein Tipp, ey? Ja. Soll ich jetzt auch mal hier einen auf das Melli-Gambit machen und alles wegopfern hier? Why? Why should I do that? Ist eigentlich unser Interview schon online? Habt ihr schon ein Interview von uns gesehen? Was kicherst du so? Verließ Wenn ich es. Vor dir gelandet wäre, was ja äußerst knapp war, hätten wir die Lernstunde umbenannt, ja. Jam! Oh, die Dame hat ja schon fast gar keine Felder mehr hier. Naja, ausreichend. Aber verschiedenfarbige Läufer sind richtig gut zum Angreifen, deswegen versuche ich das gleich mal zu machen. Bauer ist Bauer, ne? Yes. Und Zeit ist Zeit. So viele Weisheiten hier heute von uns. Und Geld ist Geld. Auf geht's. Tag. Hey, aber wieso hätte er eigentlich den Läufer nicht schlagen? Achso, der war, ist ja getickt. Oh, meine fiesen Tricks hier. Achso, Lenin. Ich hoffe, das war eine einmalige was Sache. Was ist denn mit überhaupt Lenin gerade? Hab ich das aus Versehen jetzt gespielt? Jetzt wisst ihr Bescheid. Was ist das? Das gegen Nils Richter war das. Ach, oh ja, das war ein Unfall. Ja, schön. Ein Eröffnungsunfall. Kann ja mal passieren. Ich dachte, ich überrasche ihn, aber dem war nicht so. Was mache ich denn hier? Das ist ja doof. Hey, wieso kannst du nicht... Ach so, dein Turm hängt. Ja, frag mich lieber nicht hier. Frag mich nicht. Habe ich nicht. Moin, Brian. Guten Abend. Oh, schön, da Moin Moin zu lesen. Das ist immer Fühlst wieder schön. Du dich direkt hier. Ja. Heimisch, ne? Ja, total. Ja, war schon ein ganz schöner Unfall, Flinsbacher. Also, ein tragischer Unfall. Aber gut, ich meine, er ist ja ein guter Spieler, ne? Da hätte ich vielleicht auch mit einer anderen Eröffnung verloren, mit Schwarz. Wäre es auch anders tragisch verunfallt. Möchte ich zumindest nicht ausschließen, aber das war natürlich... Das war ein Unfall. So, und jetzt? Ja, das hat man doch erkannt, dass das ein Unfall war, oder? Ich habe das erkannt, ja. Sah schon sehr verunfallt aus. Ich wusste ja nicht mal, dass das Lenin gerade. Ich habe auch einmal aus Versehen, habe ich mich hier auf Berliner eingelassen und das nicht gecheckt.
Und dann dachte ich, also ich habe dann halt so voll überlegt und so meine Züge gemacht und ich habe dann auch gewonnen irgendwie, war auch, fühlte sich Berliner nicht so schön. Berliner Verteidigung. Ja, mit Weiß habe ich. Du hast Spanisch gespielt. Ja, weil das ist schon lange her. Auf jeden Fall irgendwas, was jeder kannte, außer ich. Und dann, du musst dir mal das Eröffnungslexikon angucken, ja. Wie wär's, wa? Mike, danke für die Partie. War, glaube ich, lange ausgeglichen, aber zu wenig Zeit am Ende. Ja, darüber könnten wir nachdenken, Eierchen. Willst du das mal machen? Und dann wurde das Endspiel nämlich sogar von, ich glaube sogar von Carsten Müller in irgendeiner Schachzeitschrift ausführlichst analysiert. Da habe ich mich sehr geehrt gefühlt. Dann fühl dich hier mal geehrt. Das könnten wir eigentlich mal für die Lernstunde nochmal rauskramen. Was kann ich machen? Johnnys G6. Giftiges G6. Dann haben oder wir fängt er damit Springer F6 an? Nee, ne? Nee. So, was habe ich denn jetzt eigentlich gemacht? Ach so, ja, nix habe ich gemacht. Also Melli ist ein ganz großer Fußballfan, ja, und Footballfan. Ach, heute ist Super Bowl. Ja, ja. I know. Ja. Aber mehr weiß ich auch nicht. Nee? So, ich weiß leider nicht genau, wie Johnny das empfiehlt. Gewagt oder dubios aus. Ne? Kann er bestimmt auch hier und dann auf auch hart auf D5 nehmen. Auf E4 nehmen. Was? Nein. So auf E4 einfach schlagen, dann wirst du. Jetzt? Nein. Möchte ich aber ja nicht. Du hast ja einen ganz anderen Spielstil als ich. Kannst du das mal berücksichtigen? Ich möchte hier nicht gleich das ganze Zentrum räumen. Ich möchte lieber Bauern gewinnen. Guckst es dir an. Auf Läufer D3 so wie den Bauern gewonnen. Oh Mann. Das wäre dann auch noch gekommen. Okay, aber den solltest du jetzt nehmen, wa? Wenn du den nimmst, gewinnst du ja noch was. Nehmen. Wo ist der Unterschied? Na, dass dein Läufer dann auf den C3 guckt. Na, und ich kann ja auch Springer hier machen. Meinst du nicht, es besser auf C3 zu nehmen? Dann gewinnst du doch viel saftiger. Ah. Langweilig. Ah. Oh, kannst du vielleicht sogar auf B2 nehmen jetzt? Nein. Rechne das doch mal. Ich verliere jede Partie fast auf Zeit. Ich kann nicht mehr rechnen. Das habe ich mir abgewöhnt, wie man sieht. Oh. Solange jetzt nicht hier irgendwelche Einschläge gehen. Also Melli ist großer RB Leipzig-Fan und danach Hannover. Sie läuft immer durch Braunschweig und zerkratzt Braunschweig-Fans Autos. Ich glaube, du musst schnell wieder zurück nach F8, oder? Ah, ist aber trotzdem. Position. Guck, wie den Karpov hast du gemacht. Nee, das missfällt mir hier. Jetzt hat Weiß die Initiative. Ich stehe hier so gaga. So mehrbauerig. Ja. Läufer A6. Was? Windmaterial. Überhaupt nicht. Was erzählst du denn? Du dann hast Turm E8 ja noch nicht mal gerechnet. Dann ist der F1 hinüber, hinfort. Ich habe alles geahnt. Und nu? Jetzt musst du ja auch Turm E8 machen. Dann kommt trotzdem. Ne, was? Nee, geht nicht. Hoffe ich. Und wie ist jetzt hier schon wieder mit der Zeit? Oh, ein Trauerspiel. Wenn Melli kocht, schüttest du ja auch nicht noch Pfeffer oder Salz ins Gericht, oder? Auf was ist das jetzt bezogen? Ich weiß auch nicht, aber ja, doch. Das klingt wie eine Fangfrage. Schon? Wenn, also... Wenn es nicht schmeckt? Der F7 hängt. Ja. Wollte ich dir nur mitteilen, weil du da am... Aber kannst du nicht nehmen und Springer D... Ah, nee, kannst du nicht. Da musst du erst E6 noch machen. Okay, aber da fuddelst du dich wieder raus. Läufer schlägt Esi, da schlage ich mit dem Läufer. Turm E7, Turm E7, Turm D8. Dann habe ich halt ein bisschen matt. Ah, nee, habe ich nicht. Aber du hast was mehr. Ja. Das reicht im Zweifel ja auch schon. Nimmst du raus auf E5 und machst Springer D6. Was mache ich mit dieser Krücke hier?
bringst du zum Glänzen, wenn die Zeit gekommen ist? Ich habe keine Zeit mehr. Ach. Ja, du hast dir das eingebrockt. Aber ja, jetzt. Es ging um das Hineinreden in Partien. Das ist ja so unser Dauerthema hier. Dann war das aber, ich habe ja gesagt, ja. Also wir sind quasi viele Köche. Ja, stimmt. Verderben eigentlich. Den schlechten Geschmack. Es ist immer so, wenn ich koche und Nico kommt in die Küche und dann willst du das hier nicht so und so machen? Haben wir denn hier große Football-Fans im Chat? Für wen seid ihr denn heute Nacht? 0.30 Uhr geht's los, habe ich gehört. Auf Pro7 kann man das wohl schauen. Gut informiert, wa? Aber schaust du das? Das ist jetzt nicht wahr. Nö. Was ist denn jetzt hier los? Das ist natürlich engagiert. Ich nehme mal alles raus. Was ist das für ein Link, Giovannis? Ach, ist das unser... Nee, ist das was Cooles? Ach nee, das ist Player. Wärst du so nett, deinen Tee hinvorzuschieben? Das? Dankeschön. Ja. War spannend, die Partie. Ach so. Ja, war nicht so gut. Das ist wahrscheinlich die Qualle nehmen sollen, als du konntest. Aber... Egal, weiter geht das mit Krishnan. Und Krishnan kriegt jetzt schwungvolles Skandinavisch vorgesetzt. Schwungvoll ist mit Dame A5. Unschwungvoll ist mit Dame D8. Und meine alte Lieblingsvariante. Hast du aber schon lange nicht mehr in der Turnierpartie gespielt, oder? Das letzte Mal Kränke. Letzte Runde. Das ist jetzt auch schon 3 Jahre her oder so. Ja. Da habe ich gegen Rainer gewonnen. Du hast seitdem ja auch keine Turniere mehr gespielt. Also nicht damit, aber. Also. Ich Rainer Buhmann geschlagen mit Schwarz. Das war einer meiner größten Erfolge. Und hier Läufer E6. Das ist der Trick. Das ist die Idee, sich die alles zu zerstören. Doppelt hebeln mit E5. Also, und man hat einfach Zeit gewonnen, weil man den Läufer direkt rausgebracht hat. Nee, ich glaube, dieses Jahr findet kein Grenke statt, oder? Also zumindest gibt es keine Ausschreibung. Nee. Und das wäre ja jetzt dann schon mal ein bisschen knapp. Das ist ja immer im April, glaube ich, ne? So um Ostern rum. Aber ja, ist glaube ich auch, kann ich nachvollziehen, weil die haben ja noch mal ein paar mehr Teilnehmer. Als so ein Chesame Open. Na, marginal, ne? Und vor allen Dingen haben die es, glaube ich, ja in den letzten beiden Jahren geplant gehabt zu organisieren oder schon angefangen. Und das ist dann natürlich auch ärgerlich, wenn man plant und investiert und so und man das dann noch absagen muss. Was? Hmmst du? Ich hmme F4, DE, FE, EF, F, EF, Turm F, GF, TD, KD, TF, Läufer C5 Schach, Bauer weniger. Ja, ich habe irgendwann abgeschaltet und bei Bauer weniger entschieden, dass es wahrscheinlich sich nicht lohnt. Das ist sehr weise. Naja, wahrscheinlich, ja Mio, wäre es sinnvoll, du gönnst dir mal eine Trainerstunde und es gibt ja keinen universellen Tipp, ne? Der eine Spieler stagniert, weil er dieses oder jenes einfach nicht lernt oder halt da Probleme hat und der andere an anderen Punkten. Also am besten, ja, vielleicht mal so quasi eine Trainerstunde gönnen, sage ich jetzt einfach mal und... Ja, weil so ein Trainer dann natürlich ganz individuell draufschauen kann, ne? Der kann dann deine Partien sich anschauen und mit dir sprechen, wo vielleicht auch so die Probleme auftauchen in den Partien und kann dir dann individuelle Vorschläge machen. Das ist jetzt hier aus der Ferndiagnose natürlich ein bisschen schwierig.
Ja. Ach so, ja, also bei unserem Turnier, Corona-Ausbruch. Nee, also ganz, ganz milde, ne? Also insgesamt hatten es weniger Leute quasi bei uns als so die normale Inzidenz in den Städten, ne? Also Ja. klar, ein paar wenige haben es bekommen, aber das waren tatsächlich auch welche, die außerhalb gewohnt haben, die haben das mit Sicherheit dort hergeholt. Bei uns gab es sowas nicht. Bei uns gab es das nicht. Nee, aber wir hatten auch ein gutes Corona-Konzept. Ne? Johnny stand da auch ganz eng im Austausch mit dem Gesundheitsamt und da haben wir vorab natürlich Pläne gemacht für alle Szenarien. Und das war dann auch relativ unkompliziert, dann vor Ort das auch alles einzuhalten und ja. Aber Tom Gerhard denkt sich Krishna an, was macht er für einen Blödsinn? Und ich sage es dir, ich weiß es nicht. Verrate ich auch nicht. Vielleicht so. Ja. Gerne auch mal Daumen hoch. Oder wie man auch immer Hallo sagt oder Ja oder so in den Chats. Wer von euch war denn dabei? Wer von euch war beim Ja, Chesame Open? also ein paar haben wir ja kennengelernt. Andere Perspektive einnehmen, ja? Ja, das ist wichtig. Besonders gefreut hat uns, dass ein Mitglied aus der Lernstunde, also der immer fleißig mit uns trainiert, Sehr gut abgeschnitten hat. ja, auch einen Preis abgeräumt, ja. Ich habe es extra nicht gesagt, um Ich sag ja nicht, Anonymität zu. welchen Preis. Na, ist Vielleicht den gut. ersten, Justin. Vielleicht aber auch einen anderen. Flins ist nächstes Jahr dabei. Sehr cool. Ja, da haben wir hoffentlich dann auch dieses ganze Drumherum Gedöns nicht mehr und können uns dann wirklich aufs Schachspielen und Schach trainieren und Zeit miteinander verbringen, konzentrieren. Oh, das ist ja hier ein Springertanz auf beiden Seiten. Ja, ist es. Ah. Ja, für Lehrer ist das immer eine extra Herausforderung, ne? Nochmal mit den Urlaubs, also die kann man ja nicht so flexibel wählen. Da kenne ich aber auch einen Trick. Schulleiter hassen diesen Trick. Erzähl. Naja, gründe Oh. eine Schach-AG, hab Ach spiel so. ganz vorne mit deinen Kids bei den deutschen Meisterschaften und so, und dann sagst du, das ist ein spezielles Trainingsturnier. Trainingsturnier, um gewappnet zu sein. Und wenn die ersten Pokale in der Aula stehen, dann wird das Herz eines jeden Schulleiters weich. Ja, der Masterplan. Ja. Ja, also wir freuen uns natürlich sehr, wenn viele von euch dann auch beim nächsten Open dabei sind, weil das finde ich ist immer noch mal schön, dann auch jemanden mal persönlich von Angesicht zu Angesicht gegenüber zu stehen und da vielleicht auch mal sich auszutauschen. Jetzt rennen die Bauern. Also Hobby, wenn du 4 aus einem Verein mit ranbringst, dann werden wir den Preis vielleicht etablieren, ja? Ja, stimmt, ja, jetzt weiß ich gar nicht, ob sich das, ob wir da schon einen Verein zusammenbekommen hätten. Aber Hamburg war vielleicht. Ja, die waren gut vertreten, ne? Ja, was mache ich denn nun? Zu viele Bauern mehr, aber. Irgendwie ist so dicht. Darauf habe ich doch nur gewartet. Ja, manchmal ist es gar nicht so einfach, die Bauern zum Laufen zu bringen, Billige Tricks, sagt der Chovanes. Ja, ne? daraus besteht Schach doch. Oh ja, in Erfurt haben wir auch häufiger mitgespielt. Das lag dann immer schon so auf dem Weg nach, beziehungsweise von Leipzig.
meiner Heimatstadt. Und das ist ja auch immer ein schönes Turnier. Es gibt einen kostenlosen Kurs von mir zum Thema, wie spielt man eine Eröffnung? Nee, Wo ist hier bei der denn? Ach Chess 24. so, aber ist der kostenlos? Haben Sie den verramscht oder was? Will keinen haben. Zu verschenken, zu verschenken. Im Zweifel machen wir mal das. Aber freut mich ja, dass du dir den angeschaut hast. Also ich hoffe, das ist auch Das was. hat er nicht gesagt, oder? Doch, dass er sich den angeschaut hat, schon, aber Ach wie er so. das wahrgenommen hat, nicht. Das wäre vielleicht noch eine relevante Info, bevor ich mich freuen kann. Bitte? Okay. Ich nur Decken hier. Ich dachte schon. Hä, wieso nimmst du den Turm nicht raus? Bitte? Hat er gelobt? Erfolgreich gelobt. Schön. Dachte, deswegen guckst du so und dann voller Selbstbewusstsein. Yay, 2 Punkte dazugekriegt. Danke, Krishnan. Aber eine taffe Partie. Hey, aber den Turm nehmen kann ja auch jeder, ne? Aber also ich glaube, ich habe da einfach ganz intuitiv gespürt, dass dieser Springer mehr wert ist als ein Turm. Na gut, rausnehmen könnte er den jetzt auch noch. Ja, aber dann ist meine Struktur ja noch mal stärker. Mit geballter Ja. Bauernkompetenz. Okay, nee, war auf jeden Fall spannend. Danke dir. Und jetzt kann Melanie ihre geballte Bauernkompetenz zeigen. Ja, okay. Irgendwelche Wünsche. Ja, viele. Oh nee, nee, D4 kann ich doch nicht. Kann ich Dann auch mach mal erstens versuchen? F4. Ihr schafft mich heute aber. Also nee, eigentlich Ja, Alter, immer. das haben wir auch noch auf dem Schirm, aber du hast ja auch noch andere Sachen gewünscht. Unter anderem das hier, was wir jetzt ja erfüllen. So, jetzt hast du noch mal dein Belgrader mit Tempo mehr. Kannst du mal zeigen, was du gelernt hast? Belgrad ist das gleiche wie Leningrad. Oh ja, oder so. Ja, das meine ich eigentlich. Ich war gerade von eigentlich verwirrt, aber ja, Hier ist Leningrader. Eröffnungskompetenz am Start. Oh. Und dann machst du immer so, macht man immer so D3, E4 ist die Idee. Okay. Geht klar. Okay. Das will er auch, ja? Na Ich dann. rechne gerade jetzt nicht so viel. Ich habe ja auch nur hier unter 3 Minuten. Die Anreise zum nächsten Open hat mit dem Mofa zu erfolgen. Wo seid ihr denn? Ihr seid völlig abgedriftet, glaube ich. Ja, aber auch, ne? Also, wie ich gesehen habe, waren sehr viele von euch bei unserem Turnier. Das freut uns. Was, wo hast du das gesehen? Ach so. Oh. Jetzt hast du doch dein geliebtes Königsgambit. Königsindisch. Königsindisch. Lohnt sich Kann das? nicht mehr. Egal. Was? Nein, lohnt sich bestimmt nicht. Hast das auch am Brett so an? Zu schwach. Oh Mann. Was bringt dieser Abtausch dann eigentlich? Weiß man nicht so genau. Aber jetzt könnte ich zum Beispiel überlegen, ob ich rausschlage. Oder hier schlage. Er hängt doch, oder nicht? Und dann wird er dich fesseln, ne? Schlimm? Ja, ein bisschen. Ein bisschen mehr. Ich drohe es an. Jetzt wieder weg? Oh Gott. So, jetzt kann ich doch aber hier genüsslich schlagen, oder? Sehr genüsslich und dann bist du 5-mal gefesselt in Ja, einem. stimmt natürlich. Vielleicht machst du Läufer G5 oder so. Auch fesseln. Ja, muss Fesseln man wir alle. zurückfesseln. Großen Fesselspiele hier. Ja. 50 Shades of Fesselung. War dann doch nichts, ne? Nee. So, wenn ich jetzt hier schlage,
Dame schlägt, dann kann ich ja hier, dann werde ich ja zumindest nicht direkt nochmal gefesselt. Das ist natürlich gut. Was? Nix. Ach ja. Guckst du schon auf die Uhr, wann du es geschafft hast hier? Ach so, ich bin ja noch gar nicht dran, ich wollte gerade schon ziehen. Nein. Guck auf die Uhr, wann ich wieder endlich wieder dran bin. Bemühe mich. Gegen Seebig Boss. Haben wir noch nie gespielt, ne? Oder nee. Was ist? Wieso sind hier eigentlich zwei Nullen? Na, doppel. Doppel-Null. Das kann auch sonst keiner sehen. Das ist natürlich jetzt für die Struktur ein Graus. Frage ist nur, wie damit ich das auch D2 oder so. Kann. Einfach ganz entspannt. Und hoffen, dass er alles auf F3 tauscht. Naja, die Mausgewalt hat im Moment Melli. Ich kann nur reinblubbern. Ich hätte eigentlich auch hier. Naja, nee. Das ist ein Regenschirm. Das ist ein Regen, ja. Sonst verhindert er das. Ach nee, warte, ich will ja gar nicht wieder. Wie kriege ich denn das weg? Mach schnell was anderes. Mach Pre-Move Turm A2 oder so. Daher. Doch! Springergewalten hier. Jetzt kann ich ja wirklich mal, ja, jetzt reicht es aber mal hier. Ja. Der Regenschirm muss weg, die Sonne ist wieder da. Ja, jetzt geht's rund. Springer auf F5. Nur welcher ist eigentlich egal. Der, damit er nicht Turm G6 spielen kann. Naja. Es sei denn, du nimmst mit deinem Turm und machst dann Turm H5. Dann macht das Springer G4. Wahrscheinlich hilft es nichts. Ah. Den hatte ich ja gar nicht berücksichtigt. Den hattest du gar nicht auf dem Regenschirm? Naja, aber stehst schon ziemlich grandios, muss ich sagen. Ja, und aber du hast Zeit. Jetzt mehr Zeit. Glückwunsch. Ja, ich brauche aber noch einen Plan, wie ich matt setzen kann. Der fehlt mir noch. Und ich drohe ja gar nicht, sehe ich gerade. Probier das mal. Carsten hat hier von Twitch geschrieben, probier es mal mit einem Rechtsklick. Das aufzulösen, den Pre-Move, oder was? Mhm. Was will er denn da abtauschen? Will noch einen Bauern geben. Wieso? Welcher hängt? Der auf F6 dann, wenn du getauscht hast. Also, ich mach's besser nicht. Ah, ich hätte auch E5 machen können, ne? Wäre vielleicht ein bisschen, noch ein bisschen schöner gewesen. Was? Bin ich matt? Nein, dann nimmt er auf D4. Wie nee, denn? Darf er ja gar nicht. Was? Wie kannst denn? Kannst du da reinhüpfen mit dem Springer? Oh, schön. Zwei Punkte. Man muss sich hier echt mühsam nach oben fighten, aber das tun wir. Oh, wie sieht mein aktuelles Schachtraining aus? Da kann ich, ich hatte heute 3 Stunden Training mit dem David Lobschanice. Der trainiert gerade auch die Nationalmannschaft, beziehungsweise den Kader. Ja, und dann haben wir regelmäßig noch mit Juri, unserem Bundestrainer, Training, auch so. Naja, teilweise zweimal die Woche, aber teilweise dann auch gar nicht. Also immer so, wie es bei ihm passt und wie es bei uns passt. Genau, nächste Woche ist auch noch ein Lehrgang, aber da kann ich leider nicht dran teilnehmen. Ja, und ansonsten machen wir ja mal, bereiten wir die Lernstunde vor. Das sehe ich jetzt auch schon so ein bisschen als Training. Partieanalyse müssen wir mal wieder gemeinsam machen. Ne? Wir nehmen uns das immer so im Abstand von ein paar Wochen vor und machen es dann einmal und danach schläft es wieder ein. Ja, aber das ist auch, also dann gebe ich Tipps und dann werden die missachtet. Aber mit schlechtem Gewissen immerhin vielleicht. Mit schlechtem Gewissen und Niederlage als Strafe, aber das macht es ja nicht besser.
Ja, das Falkberg gegen Gambetier. Ja, und ansonsten. Ach ja, nächstes Event. Na gut, Olympiade steht dieses Jahr an. Im August. Und vorher sind dann ja wahrscheinlich noch German Masters und so, aber das ist ja dann kein Mannschaftsturnier. Deswegen mal schauen. Ja, ich glaube, ich kann behaupten, dass ich mehr Training mache als Nico. Aber was Nico mehr macht, der schaut sich mehr so die aktuellen Partien an und spielt auch einfach mal so zum Spaß. Ja, kann man kaum glauben, aber ich habe da wirklich Freude dran. Ja. Ich habe gestern ein bisschen Rapid Chess geguckt und dann habe ich mir gedacht, boah, lange nicht mehr gemacht. Und dann habe ich bestimmt seit gestern 10 Partien gespielt oder so, mit 10 Minuten Bedenkzeit. Gut, die habe ich nicht ganz aufgebraucht immer, aber... Ja, und ich habe mein Bullet Rating verbessert. Das würde mir sicherlich auch gelingen. Ich glaube, ich habe überhaupt noch gar keins. Na gut, aber die 1500. Wenn du mal auf Zeit verlierst. Na gut, das stimmt. Aber das wäre mal ein gutes Training. Eine Minute, ne? Oh Gott. Ja, vor allen Dingen für meine Koordination. Also ja, das muss ja. Ich ja immer nicht. Na, geistig traue ich dir das schon zu. Ja. Nur halt. Naja, nee, so im Schnelldenken bin ich auch nicht so gut. Aber so mausgeschwindigkeitsmäßig. Vielleicht wir hatten ja auch ein Blitzturnier beim Chessimi Open und Nico war die ganze Zeit ganz vorne dabei, dann hat er geschwächelt und ich war... Naja, die ersten 3 Runden habe ich auch noch gewonnen. Gut gespielt will ich gar nicht sagen, aber... Naja, und dann ging's... Dann ging's bergab. Billige Tricks. Soll er doch mal gucken, wie er hier mit umgeht. So, aber dann mache ich so. Und dann mache ich so. So, du sollst einen Doppelturm-Opfer spielen. Versuch's doch mal. Den ersten kannst du auf F6 reinhauen. Wobei, ich weiß nicht, doch, das ist, wird das dann auch... Nee, es ist ja dann eigentlich ein Qualitätsopfer, ne? Kein Turmopfer. Ja, so auf Anhieb, so auf Wunsch. Aber man sagt ja auch immer Damenopfer, wenn man dafür 2 Figuren bekommt oder so. Niemand opfert ja eine Dame für nix. Also gibt's auch, aber sehr, sehr selten. Ist das was? Taugt das? Da taugt was, oder? Ja, muss halt nur ein bisschen auf G2 aufpassen, aber... Ja. Ich weiß gar nicht, wo die Olympiade stattfindet, ehrlich gesagt. Es müsste ja schon festliegen quasi oder feststehen. To put. Stellen, setzen, legen. Ja. 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 Wahrscheinlich ist es gar nicht so gut. Jetzt kriegt er Spiel für die Qualle. Spiel, was ich ihm nicht gönne. Tja. Könntest natürlich dir auch das Läuferpaar, ach, das hast du ja schon, aber noch mehr sichern. Noch mehr Läuferpaar? Ja. Nee, komm, ich mach das hier. Ich juckel alles vom Brett und dann gewinne ich im Endspiel. Ob Magnus nächstes Jahr bei uns mitspielt, also Magnus hat auch dieses Jahr schon bei uns mitgespielt und ich habe sogar gewonnen. Ja, das stimmt. Da habe ich dann eine Story bei Instagram gemacht. Also ich habe generell vom ganzen Turnier immer so ein bisschen Berichterstattung betrieben und auf diese Story gab es die meisten Kommentare. Ich habe gegen Magnus gewonnen. Ja. Ja. Wollte eh ja abtauschen. Also ich kann das gar nicht sagen, von wo mehr Leute zuschauen, weil das hier gerade die Diskussion ist. Das weiß ich. Gefühlt im Chat ist aber überall was los, hätte ich jetzt gesagt. Die letzte Hoffnung zerstören. Aber es gibt immer noch, habt ihr mit Sekundenaufschlag, oder? Ja, leider.
Ja, schon auf Zeit. Guck mal, du kannst jetzt Turm D6, Turm F6 machen. Hier ja. Ein Turmopfer. Auf Dame C7 gewinnt das sogar. Schön Material. So, guck. Jetzt musst du nur noch den zweiten irgendwie reinhauen. Na. Das ist ja kein Opfer. Nimm doch den Turm. Du bist gefesselt, mein Freund. Ja, ich hab's versucht. Tut mir leid. War stets bemüht. Ja. Zwei Punkte von Great Blunder. Danke, Great Blunder. Aber ich glaube, insgesamt mit dem Remis, was er geholt hat, hat er uns mehr abgezwackt, als er uns gegönnt hat. Aber war eine spannende Partie. Danke. Ja, ich habe schon häufiger gegen Elisabeth gespielt. Score ist, glaube ich, eher nicht so gut, aber ich glaube, zweimal habe ich immerhin Remis geschafft. Ja, ich glaube auch zweimal gegen sie gespielt. Du hast doch einmal gewonnen, oder? Ja, ich glaube, ich habe anderthalb aus zwei in Turnierpartien und Blitzen haben wir, glaube ich, eine gespielt, die hatte ich gewonnen. Respekt, mein Gott. Yes. Bei der deutschen Blitzmeisterschaft. Das war gut. Leute, wir haben noch Platz in unserer Challenge-Liste. Wenn ihr möchtet oder auch nicht, fordert uns heraus. Wenn alle Premium-Challenges abgeschlossen sind und keine aktiv sind, dann können auch Non-Premiums. Ja, so hier, Friedel. Ja. Friedel, hörst du uns? Tu einen Zug. Tu einen Zug. Wenn, dann schon tu einen Zug machen. Nee. Doch. Nee, das geht nicht. Für die Halloween Edition war beim Chesame Open keine Partie dabei. Boah, doch, ich glaube schon. Da waren schon ein paar Partien zum Gruseln. Klar, ja, da muss ich bei mir mal ein bisschen durchgucken. Oh, Züge zum Gruseln. Dein F4-Zug da. Ja, okay, aber die Stellung war auch schon schwierig. Das muss man sagen. Bin ich halt mit wehenden Fahnen untergegangen. Nein. Doch, ich trage immer hier die Luppe-Fahne vor mir her. Nee, aber das ist keine gute Fahne. Also ich will es mal kurz erklären. Wir hatten ein Training zusammen, ja? Da haben wir uns Verlustpartien angeguckt und ich bin bewusst in die Rolle des Trainers geschlüpft. Und Melli verliert so 80% der Partien, in denen sie in ruhigen Stellungen, statt Figuren ins Spiel zu bringen, einen Angriff von alleine lässt, der nicht gerechtfertigt ist. Und dann steht sie schlechter. So, und dann haben wir gesagt, okay, daran arbeiten, das nächste Mal, ne, nicht machen. Und die Partie, die erste, die du verloren hast, ja, vor allen Dingen habe genau ich nicht deswegen. Davor noch gesagt, dass ich auch konkret auf den Zug F5, F4 bezogen. Ja, und du hast sogar noch genau eine Runde oder zwei Runden vorher gesagt, die häufigsten Verlustzüge bei mir sind F4 und F5 oder wonach ich verliere. Und dann verliert sie mit F4. Ja. So, das wird nichts hier mit Friede. Nee. Schade. Der Thomas. Ja, du. Ja, Thomas. So. Ja, Thomas. Trau dich. Ja, und wenn Melli das in den Griff bekommt, dann ist sie wahrscheinlich in einem halben Jahr hier, auch ohne Partien zu spielen. Bauern festkleben. Ja, das ist ein Trick. Oder so Elektroschock. Ah, nee, berührt geführt, das wäre dann... Haben alle Angst gegen mich. Ich glaube, du musst dich hier. Also Nico spielt. Ihr könnt euch trauen. Ja, Elisabeths GM-Titel hört man nicht mehr viel. Das stimmt. Ist derzeit noch unklar, ne? Der Stand der Dinge. Ich weiß nicht, was der Stand ist. Bei Perlen vom Bodensee gab es da mal nochmal einen Artikel zu. Aber ich bin da... Ich fühle mich nicht in der Lage, da einen... Kommentar zu abzugeben. Ich weiß nämlich nicht, wie der Stand ist. Also ja, irgendwie klappt das nicht, Thomas. Ja? Du kommst nicht in die Partie. Schade, vielleicht kann einer, der es geschafft hat, einmal den Tipp geben, wie man es macht. Es wurde vorhin hier schon mal ein Link reingepostet, aber dann gibt es immer Verwarnungen. Ich weiß nicht, ich will dazu jetzt nicht anstiften hier. Ja, guck, da ist der Link wieder. Ja. Ah, guck, und jetzt geht's hier auch los. Also, war das okay? Das habe ich ja schon gespielt. Ja, alles. Alles okay? Alles bestens. Na dann. Schöne Runde.
gegen solche Aufbauten weiß ich immer nicht, was es zu tun gibt. Ja, aber ich glaube, der Einschub A4, A5 ist gut für Weiß, oder? Wahrscheinlich, sonst hätte es Weiß ja nicht gemacht, weil im Zweifel würde ich sagen, kennt Weiß sich besser aus als Schwarz hier in dieser Stellung. Weil du Schwarz spielst, oder was? Ja. Exactement. Okay. Ja, Leute, wann war denn eure letzte Partie am Brett, an einem realen Schachbrett? Also jetzt im Turnierformat. Nee, Flint sagt, er kennt sich doch nicht aus. Gleich kommt's aber noch aus der Gefesselt. Ach gut, ey. Gut, dass der Läufer auf C4 ist. Dem kann man ja aber ausweichen. Die ihr noch nie im Geschwätzblitz gespielt habt, zum Beispiel Bogo-Indisch. Bogo-Indisch habe ich doch mit Sicherheit schon gespielt. Was, wir sollen irgendwas spielen, was wir noch nie gespielt haben? Ich glaube, wir haben ja schon jeden Quatsch gemacht. Ach, guck mal hier. Ja, Senior Dominio. Einen Erfolg mit Bert Ramisch zu vermelden. Da freuen wir uns. Gegen 200 DWZ Stärkere. Nächstes Mal gewinnst du gegen die auch. Ja. Carsten sagt November. Wow, ist ein bisschen her, aber geht. Das ist ja eigentlich 15 ja Jahre. Okay, das lag nicht an Corona. Und das ist dann doch eine Weile, wa? Du springst hier rum. Ja, ich weiß auch noch nicht, ob das hier sinnvoll ist, was ich treibe. Einfach mal irgendwo hin. Der wird schon so betrunken. Ja, nee, wie du den schon fliegen lässt. Das sieht aus, als wäre der so wie im Theater, so an den Seilen schwebt. Ja, weil ich hier so schwungvoll gezogen bin, oder was? Oder was meintest du? Hobby sagt vor 7 Tagen gegen 2000er mit 17 Züge Bert Ramisch. Richtig cool. Hobby, kannst du mir die Partie zukommen lassen? So. Das freut mich, dass ihr hier alle so große Erfolge damit habt. Bereite ich schon mal meinen großen Auftritt vor. Ja, Ilja hat auch eine Bertramisch-Partie gewonnen, hat sich aber nicht mehr ganz an meine Empfehlung erinnert. Aber trotzdem, ne, stand da einfach, also menschlich gesehen, das ist eine easy Partie gewonnen damit. Menschlich gesehen? Ah, der hängt. Mhm. Oh Gott, und dein König auf H8. Ich hab's doch sogar gesagt. Ich hab gesagt, ich bereite schon mal meine Taten vor oder irgendwas, hab ich, aber das hast du schon mal ignoriert. So, ja, das nervt mich hier. Aber dann kommt Läufer C7. Na, das kommt bestimmt nicht. Springer D6. Vielleicht kommt Läufer C7 doch, das ist ein sehr starker Zug. Ist das dein Ernst? Ja, ich dachte Dame D7, aber Springer B6. Ansonsten würde der einfach eine Figur verlieren. Weil Springer ist so stark. Aber das war klar, dass das kommt. Und jetzt machst du so und alles ist gut. Geht so. Es sieht trotzdem wie alles frickelig aus. Oha. Eröffnungswunsch. Erstens D4 von Melli. Okay. Ich bringe dir live was ganz Einfaches zuerst. D4. Ich habe hier was eingestellt. Geht nicht. Wieso steht der Bauer noch nicht auf F5? Ja, wirklich. Aber wirklich. Mach die nicht so einfach lustig. Oh Mann, ich habe hier große denn jetzt? Probleme zu lösen. Mann. Oh, du stehst so doof. Oh Gott. Deine Stellung ist einfach total schwierig zugegeben. Ja, ist korrekt. Aber ich habe ja jetzt den Luxus. Oh Gott, der A5 ist auch weg. Das ist einkalkuliert. Dass ich darüber ein bisschen feixen kann, weil ist ja nicht meine Partie. Hallo! Ich dachte, jetzt kommt sowas wie ist ja Blitz oder ist ja. Ist ja Spaß, Schach, und stattdessen sagst du, ist ja nicht meine Partie. Oh. Aber jetzt kannst du auf B2 naschen, vielleicht. Oh ja. Hm, nom, nom, nom. Du kommst halt nach Turm B1, kann er nicht machen.
Der A5 weg. Hm. Schön. So, wie können wir jetzt hier noch irgendwas reißen? Mein Springer steht hier auch. Nee. Dann kannst du Tom C8 spielen. Ich will den eigentlich hier lassen. Ja, aber nach Tom C8. Achso, wenn er auf B2 nimmt, dann nimmst du auf A5. Guck mal. Dann macht der Tom B2. Ja, ist korrekt. Na gut, kannst du Dame E4 machen, ne? Aber. Na guck, dann ist das doch gut. Eieiei. Bin jetzt bereit, noch Zeit hier zu chatten. Geht's ja, ja, noch? Ich sehe das. So. Was haben wir denn jetzt mal hier? Bestandsaufnahme. Auf jeden Fall wenig Zeit, das habe ich schon erkannt. G4, Springer F3. Knapp. Ja, aber F4 könnte kritisch werden. Sagte sie und zog nach E5. Ja, ich. Moin, Tridon. Ja, katalanisch können wir mal machen, klar. Melli spielt katalanisch. Achso, der hängt ja einfach, oh Gott. Ich sehe überhaupt nichts mehr. Na gut. Das wird aber ja nicht besser jetzt. Warte, hab ich? Warte, ja, warte, ja, ja, hier. Läufer C4 musste beginnen, oder? Wieso? Achso, kannst du Springer C4 beginnen, meinst du? Achso, nee, dann kommt am Ende. Was kommt? Läufer F1. Oh Gott. Das kann doch hier. Nicht? Doch. Nee. Hier geht's, oder? Oh Gott. Nee. Aber nee, dann kommt die. So, hä? Aber jetzt dachte ich, kann ich zuerst. Läufer D1, Turm D8. Aber hängt doch. Oh Gott, Glück gehabt. Glück gehabt und jetzt hast du da deinen Bauern. Oh, du musst dich nur beeilen. Rennen! Wo soll ich denn hinrennen? Ja, dahin. Rennen! Springer B3 Pre-Move. Hat er nicht gemacht. Pre-Move, Springer B3. Schaffst du das mit 0 Sekunden Aufschlag? Oh Gott, drei. Was? Wieso ist er denn so nett? Auf Linsbacher, du musst mich hier richtig fertig machen. Eigentlich hätte damit er dich auf der Uhr ausdrücken müssen. Ja, eigentlich schon, ne? Weil das ist ja auch nicht so, dass ich die Partie hier verdient irgendwie gewonnen hätte. Ja, du hast gut gefightet, aber Flinsbacher hat eine saustarke Partie gespielt und vorbei gewesen wäre es wahrscheinlich hier 100.000 Mal nach Läufer vorbei D1, gewesen, ne? Weil nach Springer C4 kommt Turm D8, Läufer F8. Geht noch weiter, geht noch weiter, Springer B2. Springer B2, Läufer E5 Schach. Ja. Ich kann ja auch B3 machen. Aber ja, kann nicht gehen. Aber es gab, glaube ich, schon 100.000 Situationen, wo es richtig verloren war. Ja, wenigstens hier ein bisschen Lob im Chat. Ja. Das war nicht nur Fair Play, das war vor allem eine saustarke Partie. Ja. Sehr, sehr stark. Und jetzt wissen wir, auf A4, A5, das ist ein guter Einschub für Weiß, haben wir jetzt gelernt. Gegen Tilschach. Willst du jetzt mal und ich bring dir D4 bei. Was? Ich hab doch gerade, ich muss mich erstmal erholen. Okay, dann bringe ich dir das jetzt für deine nächste Partie bei. Achte gut darauf, was ich ziehe. Also ich zeig dir, das ist ein solides System von Rainer. Du machst D4 und dann machst du Springer F3 und dann machst du E3, dann machst du C4 und dann je nachdem, wie er macht, machst du B3, der Läufer nach E2 oder D3, Läufer B2, Springer da oder da und Rochade. Immer das Gleiche und Schwarz zieht einen schlechten Zug und verliert. Ich kriege da irgendwie echt Gänsehaut. Aber ich muss sowas mal lernen, ne? Ja, musst du. Weil
So kann es ja nicht weitergehen mit meinem Rumgemurkse. Hm? Okay, dann, ja, ja, hast du recht, Eichin. Ja, ja, ist so. C4 kommt meistens vor E3. Till, dann mach mal neu. Forder mal nochmal raus. Katalanisch wurde sich auch gewünscht. Wir haben zu viel. Zu viele Wünsche. Liste. Ja, Till, mach mal neu. Dann. Wurde sich das explizit von mir gewünscht, hier erstens D4, oder hast du das? Ja, 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 nee, das, ja, war so. Wieso ist das in Klammern? Aber Marihuana kommt auch nicht rein, oder was? Giovannis hilft mit dem Link. Wieso ist es in Klammern? Was denn? Ist das nur schön. Auch keiner kommt hier rein. Leute, was ist denn los? Das ist doch schade. Marihuana, oder bist du weg? Nein, du bist ja im Chat. Bei mir zeigt sich gerade... Nochmal. Till. Komm, werd grün. Yes. Till ist am Start. Aber ist ja schade, dass das hier gerade nicht so gut funktioniert. Ja. Katalanisch. Nur für Treden. Weil er so einen saucoolen Smiley gemacht hat. Ah ja, das kann übergehen zu Tarasch. In der Tat. Sowas. Passiert dann mal. Ich weiß nicht, ob jetzt schon an der Zeit ist. Ja, obwohl. Das ist eine super spannende Stellung. Wir machen ein bisschen D4-Training. Du gucken den Kurs von Rainer zusammen. Das könnte ich auch so machen. Melli lernt D4. Oh Gott. Aber ja, ich habe ja schon das Gefühl, dass ich mal ein bisschen solider spielen sollte. Ne? Ist das was? Geht, ne? Wie theoriereich ist das? D4? Ganz ehrlich, wenn du das Repertoire von Rainer anguckst, das geht 9 Stunden. Ja, ich meine, E4 ist ja schon sehr umfangreich. Da brauchst du ja gegen Französisch... 150 sizilianische Variation, dann gegen aber Kaukan. Wirklich, du brauchst zwei Sachen. Zwei. Insgesamt Videolaufzeit unter 20 Stunden. Einfach genüsslich gucken, während du immer deine Buchhaltung... Du hast mir gerade was von 9... Ja, das ist das von Rainer. Kann ich die Buchhaltung machen? Ja, das ist ja auch nicht wichtig, wenn da mal ein paar kleine Fehlerchen drin sind. Passiert. Kann ich dem Finanzamt bestimmt erklären. Sorry, ich musste nebenbei Schachvideos gucken. Du guckst dir erst eine Übersicht an. Die von Jaro. Und dann guckst du dir das System von Rainer. Dann bin ich aber schon verwirrt, wenn ich dann ganz viele... Verwirrt. ganz viele Situationen. Aber ja, dann weiß ich auch endlich mal, was Leningrad ist und so. Ne? Da lernt man das alles. So ein Überblick. Kann ich so jetzt schon kräftig... Druck machen? Oder mache ich einfach Struktur kaputt? Das muss ich eben kurz pusten, jetzt wieder hin. Also von Aljechin, der hat geschrieben, Nico, du spielst jetzt Karo Kann mit Schwarz. Was spielst du eigentlich, wenn du alt bist? Aber ich muss mal sagen, Vincent spielt das ja auch, ne? Alireza Firouzja spielt das sehr viel. Also. Aber insgesamt hast du bei D4 geht es viel mehr um Verständnis als um Theorie. Was jetzt bei D4 oder bei Karo Kann? Bei D4. Der Einstieg ist ein bisschen schwerer, weil die Feinheiten so subtil sind, dass du es gar nicht mitbekommst. Aber. Oh, wie du heute mit Komplimenten um dich wirst, ey. Naja, Hobby, wir beide sind jetzt hier aber auch keine adäquaten Vertreter unserer Spielstärke, würde ich sagen, was Theoriewissen angeht.
Also ich weiß eine ganze Menge. Ja, aber nicht richtig. Also, okay, jetzt vielleicht entwickelst du dich dahin, aber. Ich kenne nichts ja so richtig immer, tief, aber ja, ich kenne genau. sehr, sehr viel in die Breite. Ja, ja guck, hilft und ich kenne gar nichts, weder in die Breite noch in die Tiefe. Fläche. Achso, ja. Irgendwas stimmt hier gerade. Die Fläche. Ich wollte. Na, egal. So, dann kann ich das machen. So ein A3-Bauer kann schon sehr gefährlich sein, ne? Ach so, ne, ich überlege gerade nur, ob ich forciert irgendwie gewinnen kann. Also ein F6 mache besser. Zwei mehr bauen, das sollte gut sein für irgendwas. Ja, für die Breite ist auch gut, wenn du Partien anguckst, ne? Guckst, was treiben die Leute so? Immer mal so ein bisschen neugierig bleiben. Ja. Huch, das war ja komisch, so ja ohne Sound gemacht. Und ja. Ohne Sound. Ist das Torment-Spiel so klar? Na, nicht, wenn er da reinflutscht. Ja, eben. Dann will ich mal zuerst flutschen. Mit den E2 Opfer. Ja, zuerst flutscht. Flutscht am besten. Ja, dann kriegt er ihn noch nie mehr. Wer einmal Nein sagt, der hat schon. Was ist dein nächster Zug? Dein übernächster? Mit der Idee-Läufer C4 was? Oder was? Achso. Matt. Schön. Musst du aufpassen, dass du nicht aus Versehen Zug ausführst bei deinem ganzen Rumgeklicke. Nein, das könnte mir nie passieren, dass ich ziehe. Aus Versehen. Der Zug ist nicht schlecht. Ja, reicht aber noch. Reicht nicht für ihn. Ja, du kommst ja ran mit dem König. Schwarzschall. Und du kannst ja auch immer nach Turm B1 kannst du ja Turm C3 machen. Ja. Weil zu viel Spaß macht, ja. Ja, dann macht er Trick. So. Aber mach doch, nimm doch raus, Turm C7, Turm A7, oder? Gut. Du bist doch immer für Vereinfachungen. Ja, ich mag das nicht so kompliziert. Okay. Guck mal, Marihuana hat sogar deine Pfeile vermisst. Ja, das freut mich. Wie machst du das sonst immer bei der Lernstunde? Da sind die dann aber noch extra fett und verdecken jedes Feld, wo sie drüber gelegt werden, ne? Naja, die sind echt ein bisschen fett geworden. Zu viel Weihnachtsessen gefuttert. Ja. Danke für die Partie, Till. Und jetzt müsst ihr eigentlich direkt
Genau, Mariohana. So lange, bis es beim klappt. Und Melli spielt D4. Oh je, ich habe schon wieder vergessen. D4, Springer, F3, so viel weiter. Ja, genau. Ich kann, soll ich ein bisschen helfen oder willst du raten? Ja, sonst wird es... Ich kann gerne raten und dann musst du mir aber sagen, ob ich richtig geraten habe. Okay, du spielst jetzt wie Großmeister Rainer Buhmann. Ja, was hier los? Es sieht grün aus. Ah ja, jetzt... Okay, dann musst du springen. Ah, und jetzt machst du C4. Ich dachte mit C3 oder irgendwas. Nee, mit E3. Nein, mit E3, mit E. Ja, gut, jetzt machst du halt D5, ne? Ja, ist doch wunderschön für Schwarz hier. Den nimmst du weg. Und jetzt wird's aber gleich, musst du genau spielen. Jetzt machst du E3. Ja, ich habe auch früher mal Wolga gespielt. Springer C3. Läufer D2. Wieso? Habe ich vergessen. Aber irgendwo da hat Rainer den immer hingestellt. Aber wieso jetzt? Und jetzt schon? Machst du A4. Ach so, damit man. Aber weil hier ist ja jetzt ein Wunderpunkt. Wo? Hier. Nein, da kommt er nicht dran. Du lässt ihn da einfach nicht reinsnacken. Das heißt, ich schlage mit dem Läufer. Na gut, macht ja eh Sinn. Und ich nehme aber selber niemals. Oder jetzt irgendwann mal. Nee, bringt ja nichts. Könntest du, weiß ich nicht, Läufer C4 machen oder? Gut, jetzt ach, irgendwann klar. Kann jetzt ich auch alleine spielen. Ja. Ne? So, ich die Eröffnung einigermaßen überstanden habe, kann ich es jetzt gleich so richtig schön verhunzen. Ja, aber es ist eine gute Stellung, die du hast, oder? Das Problem ist halt, wenn man sowas nicht spielt, dann hat man halt keine Ideen, ne? Also so geht es mir zumindest immer. Und dann aus Verzweiflung mache ich dann immer irgendeinen Schmarrn. Was du probieren könntest, wäre zum Beispiel... E4. Oder? Ja, jetzt erstmal H3. Aber E4 ist ja schon auch eine Idee, oder nicht? Ja, aber ist ja... Also, ja... Ist ein Zug, aber vielleicht so als mittelfristiger. Du könntest hier zum Beispiel sowas wie Turm B1, B4 versuchen, seine Struktur so ein bisschen nachhaltig da zu schwächen. Weil dein Turm braucht ja nicht. Also E4 ein. Will ich nicht machen, oder was? Dann kommt auch noch Läufer F5 nach Turm B1. So. Ja, wenn du E4 machst, dann weiß er halt direkt, wie es weitergeht. Springer H5, F5. Und wenn du es nicht machst, weiß er es nicht. Aber, aber ich doch auch nicht. Ich doch auch nicht. Das sieht doch auch gut aus, weil guck mal, jetzt weiß er nicht, oh, was Springer H5, nee, keine Ahnung, was soll der da? Guck, guck, guck. Ja, aber ich muss jetzt mach auch Turm F, B1 und B4. Mach doch mal, sieht doch cool aus. Na guck gut. Gucken, wer schneller ist. Mit B4 go spielen. Melli, go Melli. Achso, das war dein Plan. Naja. Hierhin oder dahin? Ich finde beides gut. Dann nehmen wir diese Option hier. So. Jetzt könnte ich ja eigentlich vielleicht wirklich ja, mal hier schlagen, oder? Ja. Springer E5, Läufer B5. Und dann kommt dein mächtiges B4. Der Läufer auf D2 deckt halt immer den C3, ne? Dann bist du nicht so schwach auf der Diagonale und kannst deutlich schneller mal B4 machen. Verstehe. Ja, zugegebenermaßen hat er schon ein bisschen Gegenspiel, aber... Ja, aber müsste doch gehen jetzt B4, oder? Also Springer D3. Was, wenn du deinen Springer erstmal nach G3 bringst? Hm.
jetzt Bauern durchbringen, oder? Einfach durchlaufen? Nach vorne. Spannend. Spannend ohne Ende hier. Mangelt sich dem. Geht's einfach mal nach vorne hier. Naja, damit C5, Turm B5, damit C8, B7. 1-0. Kann er nicht rausnehmen? Habe ich noch was? Hm. Was? Mein Springer deckt den Turm. Yes. Wie ein großes L. Was? Wie ein großes L. Deckt er den? Oder zieht was? Der Springer. Ach so. Ja. Okay, aber er hat noch Bock zu fuddeln, das. Naja, ich habe nichts anderes erwartet hier. Hängt. Dann geht jetzt nach vorne. Also, solche Motive sind drin. Springer D6, oder? Du meinst, diese Motive sind egal. Ja, gönn ihm. Das würde es vereinfachen, ja. Dann kannst du auf C4 nehmen. Und dann kannst du ja den A-Bauern schicken. Ich glaube, das war nicht so schlau, dass er da reingegangen ist. Das macht alles ein bisschen einfach. Nur den weiß ich nicht, ob ich den halten kann so gut. Läufer E5, Dame C6, Läufer D6, Dame D7. Geht noch, ne? Schachmatt. Oh. Stark. Ich hatte den nicht auf dem Schirm. Dame zieht gerade oder diagonal. Wie ein Turm. Und wie ein Läufer. Ja. Oh Gott, jetzt nur nicht in irgendeine Festung laufen. Marihuana ist bekannt für seine Fuddelagen. Ja. Hab keinen weißfeldrigen Läufer mehr. Was habe ich denn hier überhaupt vom? Ich habe gar nicht so viel mehr. Ich dachte die ganze Zeit, ich habe alles mehr. Ich hatte doch einen ganzen Turm mir geschlagen. Mir geschlagen? Hast was du? Guckst du denn? Welchen ganzen Turm hast du dir geschlagen? Oder er hat doch noch alle. Die ganze Dame gegen einen Turm so rum. Und dann hat er noch eine Qualle bekommen. Ja. Jetzt hat er zwei Türme gegen eine Dame und drei Bauern und einen Springer. Das passt schon. Was droht er? Läufer E5 vielleicht ein bisschen. Aber du kannst alle Bauern nach vorne durchstrecken vielleicht. Hm? Bloß nicht mal. Ja, obwohl, ja, Springer doch, A6 C4? Ist, glaube ich, gut. A6. Wieso nicht Springer C4? Dann macht der Läufer C7 und A6 ist gedeckt, aber dann kannst du auch D6 machen. Aber A6, Läufer D6 wäre auch gut. Darfst nur keinen Turm nach H2 lassen. Oder nee, nach G1. Okay. Okay. Challenge accepted. Ja. Okay, aber Läufer C7. Ja, D6. Aber D6 ist doch. Doch aus die Maus, ja. Oder nicht? Ja, das stimmt. Wir wollen ein Damenopfer sehen. Dame B5? So, nein. Ist wahrscheinlich schon nebenlösig jetzt. Wahrscheinlich. Nee. Raus. Oha. Was? Du witterst ein Matt. Ich kenne dich. Hat er auch gewittert? Ach nee. Hat er das gewittert. Ja. Ja, cool. Glückwunsch zu deinem ersten D4-Sieg. Nee, du hast ja mit Bertrami schon Turnierpartien gewonnen, ja. Aber das war dein erstes richtiges D4.
Wie hat's dir gefallen? Wieso machst du denn selber gerade dein Bertramisch so klein? Nein, Bertramisch ist eine Wunderwaffe. Damit zu gewinnen ist ja keine Kunst. Ach aber so, du hast ja jetzt das schwer erarbeitet. Nein, aber du hast ein klassisches D4-System gespielt. Bertramisch ist ja auch eine Überraschungswaffe, da kennt ja niemand. Aber klassisch D4 hast du gewonnen. Wie fühlst du dich jetzt? Okay. Weiser? Okay. Ja, was ist da los? Keine Challenge. Na gut, dann nicht. Ich glaube, wir können nicht mehr in die alten Partien rein, oder? Ich weiß gar nicht, wo man die finden kann. Ja, ich auch nicht. Ich auch nicht. Gut oder nicht gut. Also, was wolltest du analysieren? Die aus der ersten Partie. Aber egal. Damit C5 ging nicht, sagt Mario Hanna. Ja, aber stehst du da nicht eh schon? Ja, damit C8 kannst du ja auch nicht machen. Dann kommt ja B7. Und wenn du woanders hingehst. Dann wird B7, hätte ich jetzt gedacht, verliert ja nicht direkt. Aber kommt halt A6, ne? Aber ja, es bleibt dann spannend, zugegeben. Aber hier steht Weiß doch schon klar auf Gewinn, oder? Hätte ich jetzt gesagt. Oder ist das. Moment. Da kann ich mal sagen. Ja, dieser Aufbau mit E3, der ist giftig. Das schätzt E4, dann hat Schwarz immer einen Punkt zu spielen. Aber E3, das ist nicht so ohne. Also da hat Rainer gut Läufer D2 hier vielleicht auch ein bisschen falsch. Ja. E5, ja. Das Gefühl hatte ich auch, dass das kritisch ist. E4, wieso hast du den nicht gemacht? Besser zu. Ich fühle es schon, ja. E4 schon wieder. Ach, jetzt schon wieder. Und jetzt. Nee, dann weiß er ganz genau, was er machen soll. Nämlich sich mit F5 umbringen. So mache ich das doch immer. Ich kann ja die schwarze Seite, kann ich ja fühlen. Turm B1, was war denn das für ein Quark? Was für ein geniales Manövrieren hier. Plus unendlich. B4 war natürlich schwach. ja, okay, aber es ist schon plus 5 fast. Ne? Also ich glaube, da hätte Dame B7, E7 auch nicht mehr so sehr geholfen. Ja, also kann noch alles passieren, ne? Wissen wir ja, aber. Naja, aber die Stellung ist halt schon sehr, sehr kritisch. Gerade nach Dame B7, A5, wenn du irgendwelche solche Tricks machen willst, habe ich auch immer Turm A4. Ne? Also abgesehen davon, dass Springer G3 auch, da musst du immer hier noch einen Turm abstellen und kannst hier nie rumtricksen. Aber ich glaube, sowas wie Turm A4. Engine Wolf. Man bleibt noch bei plus 2,5. Gut. Nee, geht doch. Aber gerade sah es so aus, als ob es ganz schwarz geworden wäre. Ja. Hat einen Moment gebraucht. Ja, um zu verstehen, wie stark dieser Zug ist. So soll man Wolga eher nicht. Ja, das Ding ist halt auch, ich glaube, aber auch, ich habe mir Ilias Wolga auch mal angeguckt, er empfiehlt das auch ein bisschen anders für Schwarz, glaube ich, mit den Zugfolgen. Ja, ich glaube. Und es gibt ja generell, es gibt ja nicht die eine Wahrheit in den meisten Eröffnungen. Ne? Nee, das stimmt, aber zum Beispiel D6, also ich meine, das habe ich mir gemerkt, D6 macht er zum Beispiel immer deutlich später und zieht dann eher solche Ideen mit Dame A5 vor. Muss jetzt nicht konkret an dieser Stelle sein, aber so vom Prinzip her, ne? Und dann irgendwie sowas, aber müsste ich mir auch nochmal angucken. Gut, dann verabschieden wir uns für heute. So, dann sagen wir Tschüss. Genau, wir verabschieden uns in den Super Bowl. Nee, falls Leute von euch gucken, viel Spaß. Ansonsten danke fürs Mitmachen. Wir sehen uns morgen 20.15 Uhr zur Lernstunde, wenn ihr mögt. Ansonsten nächste Woche Sonntag, selbe Uhrzeit, selber Ort. Habt eine schöne Woche. Bis bald.